Hallo, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Wir machen heute den oberen Rücken fit und die Mitte des Rückens im Bereich der Schulterblätter. Brauchen dazu ein langes Gummiband. Üben im Stehen und das Gummiband fixiert ihr an einer Türklinke oder ihr habt jemanden, der festhält oder eine andere Möglichkeit, dass das Gummiband ungefähr auf Körperhöhe etwas höher, etwas tiefer, das macht nicht viel aus, befestigt ist, dann nehmen wir das Band hier mit den Händen und schlingen das Band ein-, zweimal um die Hände herum. Hat den Vorteil, dass wir hier mit den Händen nicht so viel greifen müssen, sondern auch die Finger mal gestreckt lassen können, die Oberseite der Hände mit aktivieren. Und wir beginnen natürlich als erstes unsere Körperhaltung in die richtige Position zu bringen. Das heißt, Bauch und Beckenboden ziehen wir ein, ziehen den unteren Rücken Richtung hinteren Bereich, also Bauch, Beckenboden einziehen, den unteren Rücken nach hinten herausschieben, leicht gebeugt in den Knien. Und dann lassen wir den unteren Rücken ganz nach hinten gestreckt, ziehen das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Wir lassen die Schultern kreisen. Mit einer leichten Bewegung nach oben ziehen wir die Schultern nach hinten und weit nach unten, lassen das Kinn zur Brust und den Nacken lang. Und mit gestreckten Armen gehen wir zur Seite nach außen. In einer Position, dass wir die Hände etwas tiefer als die Schultern haben, beginnen wir. Atmen immer kräftig durch den schmalen Mund aus, wenn wir mit den ganz gestreckten Armen nach hinten ziehen. Ausatmung durch den schmalen Mund bewirkt, dass der Brustkorb flach zieht. Und probiert auch einmal aus, die Hände in unterschiedlicher Position zu lassen. Also einmal die Handrücken nach oben, einmal die Handrücken nach hinten, einmal die Handflächen nach hinten. Probiert einfach aus, in welcher Position es hier gut oder nicht so gut funktioniert. Wir haben also im Armansatz vorne eine Verkürzung, die sich hier bemerkbar machen kann. Und wir lassen die Arme in der hinteren Position mit kleinen federnden Bewegungen. Schultern immer tief mit nach hinten unten ziehen und wieder locker lassen. Schultern kreisen, sodass wir immer wieder den Nacken ganz lang strecken, die Schultern wieder hinten unten anhalten. Und dann gehen wir mit den Armen schräg nach oben außen. Die Hände sind jetzt höher als die Schultern, aber der Nacken bleibt lang gestreckt. Das heißt, die Schultern bleiben weit weg von den Ohren. Brustkorb streckt, mit der Ausatmung die unteren Rippenbögen flach ziehen und wir bleiben wieder in der Streckung mit kleinen federnden Bewegungen. Unteren Rücken herausschieben, zwischendurch darauf achten, dass Bauch und Beckenboden eingezogen sind und locker lassen. Wir lassen die Schultern wieder kreisen, um die Schulterblätter nach hinten unten zu ziehen und gehen mit den Händen neben dem Körper tief nach hinten unten. Immer mit der Ausatmung ziehen die gestreckten Arme nach hinten unten. Lasst dabei wieder die Arme in verschiedenen Positionen. Also einmal zeigen die Handflächen nach hinten, einmal zeigen die Handrücken nach hinten, einmal zeigt der kleine Finger nach hinten, also die Handrücken Richtung Decke. Wieder mit kleinen federnden Bewegungen nach hinten ziehen. Spürt, wie sich der Armansatz vorn bemerkbar macht und lasst die Arme immer ganz gestreckt in den Ellenbogen und die Schultern weg von den Ohren. Rücken, Nacken lang und locker lassen. Wir nehmen einen Arm oben, einen Arm unten nach hinten. Immer langsam das Tempo. Kinn zur Brust, Nacken lang. Beobachtet auch hier wieder, welche Position die Arme vielleicht von sich aus wählen und wenn wir die Position der Arme verändern, wie es sich anfühlt. Also die Handrücken nach hinten, nach vorn, nach oben. Wir lassen einen Arm oben, einen Arm unten ziehen und strecken den Brustkorb. Kinn zur Brust, Nacken lang. Und wechseln nochmal.
Anderen Arm nach oben. Ziehen, ausatmen, strecken, leicht gebeugt in den Knien. Und dann lassen wir locker. Wir nehmen das Band etwas kürzer. Mit Abstand zur Befestigung des Bandes, also hier zur Tür. Breite Krebsstellung, Bauchbeckenboden eingezogen. Gehen wir mit dem Oberkörper nach vorn, dass wir unseren Körper parallel zur Decke und zum Boden halten. Nehmen die Arme hier zur Seite nach außen. Wir lassen also den Brustkorb Richtung Boden gestreckt, Kinn zur Brust, Nacken lang. Die Arme ziehen weit über außen, so weit wie möglich Richtung Decke und gestreckt zum Körper heran. Kinn zur Brust, Nacken lang. Immer wieder darauf achten, dass Bauch und Beckenboden einziehen, um den unteren Rücken zu unterstützen, dass der Brustkorb streckt und der Nacken lang gezogen bleibt. Und mit kleinen Bewegungen nochmal die ausgebreiteten Arme hier nach hinten ziehen. Schön weit nach oben nochmal korrigieren. Rücken, Nacken lang. Und locker lassen. Wir lassen uns mit dem Oberkörper nach vorn hängen. Wir lassen uns in das Gummiband sinken. Alles ganz locker lassen. Das heißt, die Kniekehlen sind jetzt gestreckt, die Füße flach. Wir lassen uns ein klein wenig vor und zurück schaukeln. Oberkörper locker der Schwerkraft folgen lassen, dass die Nasenspitze und der Brustkorb zu den Oberschenkeln sinken. Die Arme locker ins Gummiband hängen lassen, also die Hände halten und alles andere lassen wir ganz locker. Spüren, wo sich der Dehnreiz bemerkbar macht. Und mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden ein. Mit dem unteren Rücken beginnend rollen wir uns nach oben auf. Den Rest des Körpers lassen wir noch locker hängen. Und wenn wir in der Aufrichtung das Gummiband dann langsam lösen, kreisen wir mit den Schultern nach hinten. Lassen die Schultern hinten unten, falten nochmal die Hände am Hinterkopf. Die gefalteten Hände, Finger miteinander kräftig festhalten und den Brustkorb strecken, indem die Ellenbogen mit jeder Ausatmung nach hinten ziehen. Der Brustkorb strecken, Ellenbogen, Schultern gehen nach hinten, Schultern, Nackenbereich bleibt locker und hier in der Streckung ein bisschen nach rechts und links herüberziehen, seitlich in den Rippenbögen, nochmal die Dehnung spüren, Brustmuskel wird gestreckt, oberer Rücken wird entlastet. Und dann sind wir schon mit der Übung durch. Ihr habt es gemerkt vielleicht, die Arme, der Armansatz, das fühlt sich etwas unterschiedlich an. Ja, wenn wir Rechtshänder sind, macht vielleicht die rechte Schulter, der Oberarm ein bisschen mehr sich bemerkbar. Immer gleichmäßig trainieren. Wir richten uns nach der schwächeren Seite. Das heißt, wenn eine Bewegung nicht so gut funktioniert, macht ihr den Körper gleichmäßig. Ja? Also wenn der eine Arm noch nicht so gut funktioniert, dann macht der andere Arm auch erst einmal nur die Bewegung so, wie es geht, dass unser Körper wieder in die Symmetrie kommt. Das ist ganz wichtig. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben, bleibt gesund und danke, eure Edda.